Hallihallo, Hallöchen, liebe Bienenfreundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zurück. Wie versprochen, heute Morgen haben wir die Oxalsäurebehandlung unseres Fluglings gemacht. Heute Abend machen wir die Ameisensäurebehandlung gegen Varroose. Ich mache das im Liebig-Dispenser. Und bevor wir anfangen, melde ich mich jetzt ein bisschen bei den Mädels an, sodass sie ein bisschen genügsamer werden. Gut, für die Vorbereitung ist es wichtig, wieder natürlich die neben den eigentlichen Utensilien wie der Weg zu sanften Bienen hin zu Stockmeißel für Waben auseinanderzunehmen, die dann praktisch verkittet sind. Neben den Utensilien benötigen wir auf jeden Fall den Liebig-Dispenser. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Und dieser Liebig-Dispenser, der hat natürlich ein Dochtblatt, das ist das hier, mit einer Unterlage. Und das ist eigentlich die ganze Kunst des Liebig-Dispensers. Wie die Anwendung des Liebig-Dispensers ist, die findet ihr dann immer auf der Packungsbeilage, wenn ihr solche Liebig-Dispenser für euch kauft. Ich muss, weil es auch so die Wissenschaft, aber auch die Verordnung will, 60%ige Ameisensäure benutzen. Früher gab es noch die Möglichkeit, 85%ige Ameisensäure zu benutzen. Ich verdünnisiere mir eigentlich immer wieder diese Ameisensäure runter von 85%iger, die ich mal kräftig gekauft habe. Die geht ja nicht kaputt. Ameisensäure an sich ist eines der härtesten, der stärksten natürlich vorkommenden Säuren. Und das sage ich jetzt deswegen, weil wir mit dieser Behandlung unserem Volk eine richtig große Sache aufbürden. Also ich werde dann vielleicht noch im Nachklapp irgendwann mal nochmal Brutschäden zeigen, was die Ameisensäure dann macht. Aber wie gesagt, die andere Alternative, heute Morgen gezeigt, war eben die Geschichte mit der Oxalsäurebehandlung und dem Teilenbehandlungskonzept. So, außer Liebig-Dispenser sowie dann praktisch Docht, Papier und Unterlage benötigen wir natürlich noch eine Zarge. Diese Zarge benötigen wir dafür, dass wir dann praktisch den Liebig-Dispenser horizontal reinbringen können. Das ist alles. Und was ich jetzt mache, ist einfach das ganze Volk vorbereiten. Wir nehmen dementsprechend den Stein weg. Deckel. Wir schauen jetzt ins Volk und wir sehen hier in der Futtertasche viel, viel Futter noch. Das ist von gestern noch eingefüttert und es ist noch nicht ganz abgenommen. Es ist mir aber egal, weil am Freitag soll es 34 Grad werden und das ist nicht so gut für die Ameisensäurebehandlung und für die Bienen an sich. Daher behandeln wir jetzt. Das heißt, ich lasse die Futtertasche einfach drin. Ich habe einen Langzeitverdunster. Das heißt, es dauert schon ein bisschen mehr länger, bis dann praktisch die Ameisensäure verdunstet ist, und das nutzen wir dann halt aus. Wenn wir uns jetzt mal die Bienen angucken, wie gesagt, immer so ungefähr die Hälfte oder so kann unterwegs sein. Jetzt noch haben wir 1, 2, 3, 4, 5 gut gefüllte Wabengassen. Pro Wabengasse, pro vollbesetzte Wabe an sich rechnet man beim Zander ungefähr 1000 Bienen. Somit haben wir jetzt schon 5000 Bienen drin. Bedeutet, dass dieses Volk eigentlich statistisch definitiv überwinterungsfähig ist. Aber die müssen noch ein bisschen was tun. Deswegen fangen wir jetzt auch früh an, weil es gibt, wie gesagt, im Vorspann auf jeden Fall Brutschaden, und diesen Brutschaden wollen wir nicht unbedingt haben. Den haben wir schon, aber den wollen wir nicht spät haben, weil wir wollen ja auf jeden Fall ein starkes, überwinterungsfähiges Volk. So, wir fangen jetzt an gleich mit der Vorbereitung. Da switche ich nochmal als Medium, und wenn wir dann den Liebig-Dispenser reinsetzen, dann seht ihr nochmal,
die In-Camera in meinen Stock. Die Anwendung vom Liebig-Dispenser ist ganz einfach. Wie gesagt, ich habe das schon vorbereitet, ich habe die Menge gefüllt. Also hier in unseren Breiten nimmt man 140 ml für einzahlige Völker, 60%ige Ameisensäure und für zweizahlige Völker nimmt man 200 ml. Diese müssen verdampfen, nicht verdampfen, sondern verdunsten. Und diese Verdunstung an sich, die sollte 20 bis 35 ml pro Tag sein. Und das ist das, was wir dann auch im Lauf der nächsten Tage überprüfen. Also täglich überprüfe ich mal die Verdunstungsmenge und reguliere dann dementsprechend. Das Dochblatt ist auch regulierbar. Ihr seht da ein bisschen angefressene Ecken, die habe ich weggenommen. Bedeutet, wenn die Verdunstungsrate zu wenig ist, dann kann man nochmal Dochtpapier dranlegen. Und wenn es zu hoch ist, muss man Dochtpapier wegnehmen. Die Dinger sind perforiert. Und somit sind die auch möglich am Stock oder auch in Vorbereitung dann vorzubereiten. So, wir nehmen jetzt die Zarge drauf, die Leerzarge. Die Leerzarge bleibt auch so leer. Gucken, dass wir so wenig wie möglich Bienen quetschen, weil ihr wisst ja, Bienen quetschen bedeutet Alarmsignale. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich jetzt soweit vorbereitet bin, jetzt entdecke ich den Dispenser. Da drin ist ein Tropf und stecke es einfach hier auf meine Unterlage. Mehr ist es nicht. So, und das Ding wird jetzt hier reingestellt. Wespen sind wirklich furchtbar gerade im Moment mal wieder. So sieht das Ganze aus. Ich habe die Leerzarge, dann habe ich mein Dochtpapier, in dem jetzt im Moment dann so langsam Ameisensäure drauf geht. Die Ameisensäure geht aus dem Dispenser raus, füllt sozusagen mein Dochtblatt mit Ameisensäure voll, sodass es dann dementsprechend verdampfen kann. Die Dichte von Ameisensäure ist weitaus höher als die Luft und das ist der Grund, warum wir von oben verdunsten. Die Verdunstung von unten geht nur eigentlich in dem Moment, wenn auf jeden Fall man verdampfen würde. Verdampfen ist bei uns im Moment nicht in Ordnung, das heißt also Oxalsäure direkt verdampfen. Das dürfen wir noch nicht. Es wird gerade getestet in den verschiedenen Instituten, wie weit wir das verfolgen können. Und wenn Verdampfung da ist und erlaubt ist, dann kann man von unten verdampfen. Und das ist eigentlich die schonendste Methode, Oxalsäureverdampfung von unten, die schonendste Methode fürs Volk, um die Varroenbehandlung zu machen. Das ist es eigentlich. So, wir bauen jetzt einfach wieder alles zusammen. Das heißt, auf die Leerzarge kommt jetzt die Folie, auf die Folie wieder der Deckel, und auf den Deckel das Blechdach und darauf wieder den Stein. So, das war's. Das war alles, das war die ganze Kunst. Ich werde jetzt meine anderen Völker noch soweit behandeln. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns in spätestens 3 Wochen zur Behandlung des Brutlings mit Oxalsäure. Bis dann. Ciao.